It's that time of the year again. Geld ausgeben. Hallo und herzlich willkommen zurück auf einem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich freue mich schon so lange auf dieses Video, denn ich hatte euch schon einen Teil 1 hochgeladen. Und zwar werde ich heute Instagram-Shops, Fashion-Shops testen. Ich hatte euch in dem letzten Video schon gesagt dazu, dass ich noch mehr bestellt hatte, aber einiges noch nicht ankam. Und ich habe sehr viel Hoffnung, weil da einige richtig coole Stores dabei waren, die sehr, sehr, sehr cool aussahen. Wir haben sogar was aus Deutschland dabei, also dazu gleich mehr. Ich will euch mit den Videos auch ein bisschen helfen zu schauen, welche Stores sind es wert, auch wirklich Geld zu investieren und welche nicht. Bei welchen Klamotten habt ihr vielleicht ein bisschen länger was davon, bei welchen nicht. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, was so dabei ist. Letztes Mal war es so ein bisschen durchwachsen. Wenn ihr das verpasst habt, ich verlinke euch gerne das Video nochmal in der Infobox. Es war ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, Sachen anzuprobieren heute. Wenn das so läuft wie letztes Mal, dann haben wir ein kleines Problem. Aber ich würde mal sagen, ich hole die Pakete und wir fangen einfach direkt an. Okay, ich habe das Ganze bestellt vor so langer Zeit mittlerweile, weil ich in Amerika war für 3 Wochen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich bestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier mein erstes Paket des Tages und ich glaube, das ist von Halibi. Das ist auch so ein Store, da war ich mir nicht ganz sicher, wo ich ihn einordnen soll. Deswegen bin ich sehr gespannt. Es kam in der typischen Plastiktüte, die schon mal nicht verspricht, dass es eine sehr geile Marke ist, sondern meistens Dropshipping. Es ist ein bisschen enttäuschend, weil ich wirklich geschaut habe, dass ich die Sachen, die offensichtlich Dropshipping waren, so ein bisschen vermeide. Aber gut, hier sind wir. Ich mach's mal auf. Ich will es noch nicht vorverurteilen. Ich habe hier etwas, wo nichts draufsteht. Was habe ich denn da gekauft? Uff. Oh. Oh. Ich habe gar keine Ahnung, was... Ich muss mir das Bild angucken dazu. Also hier seht ihr jetzt, wie das eigentlich aussehen soll. Wir ziehen es gleich mal an. Hier geht es gleich wieder weiter. Okay, das macht aber mehr Sinn. Das ist so ein Dings nur für die Ärmel. Und dann haben wir das hier. Oh Gott, das sieht winzig aus. Passen da meine Brüste rein? Nie im Leben. Im Leben passen da meine Brüste nicht rein, Leute. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe eine Vorahnung, dass wir nicht besonders weit kommen werden. Warum ist das denn so winzig geschnitten? Was ist denn mit dir? Ich habe doch bestellt, was ich immer bestelle. Egal. Dann habe ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Angst vor der Hose, denn die sieht eigentlich richtig, richtig geil aus. Aber wenn die jetzt auch so winzig ist, dann haben wir echt ein Problem. Also die sieht so aus. Oh mein Gott, schaut sie euch mal an. Wie cute ist das denn? Ich würde sagen, ich probiere jetzt auch mal die Sachen an und dann schauen wir mal, ob es klappt oder nicht. Okay, dann seid ihr ready für Outfit 1. So sieht das Ganze aus. Man kann das theoretisch hier auch noch irgendwie rumschnüren und machen und tun. Man kann das hier auch ganz anders machen. Ich habe es mal so gemacht, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Das Coole ist, man kann es wirklich komplett unterschiedlich schnüren. Das finde ich sehr cool. Man sieht hier ein bisschen meinen BH die ganze Zeit. Der ist heute schön rot, damit ihr es auch seht. Aber das gefällt mir echt vom Vibe her auch ganz gut. Es ist einfach immer ein bisschen schwierig, wenn man Brüste hat. Bei allem, was man so bestellt, gefühlt. Die Hose passt tatsächlich. Ich bin sehr überrascht, dass sie passt, muss ich gestehen. Die Hose ist sehr cute. Was das andere Oberteil betrifft, ganz kurz das hier. Nicht mal ansatzweise kriege ich das zu. Ich sollte mal aus meinen Fehlern lernen und bei solchen Sachen, so Corsagen, Korsettartige Dinger, so Bustiers und sowas, immer mindestens eine Nummer größer bestellen, weil es passt nie. Aber weil ich sonst bei allen anderen Kleidungsstücken immer die gleiche Größe habe, bestelle ich einfach immer die gleiche Größe. Und das war in dem Fall leider Gottes ein Flop. Wobei ich das vom Stil her und so, so cool finde. Also das hätte ich gerne gehabt. Das werde ich jetzt in gute Hände weitergeben. Ich glaube, ich weiß auch schon an wen. Der Teil hier aber, der bleibt bei mir, weil das ist ziemlich cool. Das kann man unter sehr, sehr viel anziehen. Das gefällt mir gut, weil ich layer auch gerne solche Sachen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten. Zum Beispiel kann man es auch so binden, aber das war mir hier ein bisschen zu... revealing. Theoretisch mit einem anderen BH kann man es auch so ein bisschen runterziehen. Dann sieht man hier nochmal ein Tattoo und sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Mir gefällt es anders deutlich besser, muss ich sagen. Ich würde der ganzen Sache jetzt vielleicht so eine 6 von 10 geben. Ich finde das Oberteil zwar cool, aber ich würde da nicht nochmal bestellen persönlich. Irgendwie fühlt es sich für mich nicht so wirklich nach Qualitätsware an. Next. Wir kommen zum nächsten Päckchen und ich freue mich sehr darauf. Das ist Goi. G-O-I. Goi. 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 Die Box sieht vielversprechend aus. Ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe, wie gesagt, aber die Box sieht vielversprechend aus. Ich freue mich sehr darauf. Uff, da ist ein Lippenstift drin. Oder ein Lipgloss. Anscheinend machen die auch Make-up. Habe ich nicht bestellt. Ist anscheinend ein Geschenk. Süß. Und sie haben eigene Aufkleber. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Finde ich wirklich so cool, dass ich das bestellt habe. Wow. Bitch, I'm a cow. Die scheinen auf jeden Fall eine legit Clothing Brand zu sein, so wie es aussieht. Und die Hose sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin sehr gespannt, aber ich brauche vielleicht noch ein Oberteil dazu. Vielleicht habe ich in dem anderen Paket, was ich hier noch habe, ein Oberteil, was passt. Maybe. Ich habe hier nochmal so ein unbeschriftetes Paket.
Und die Seite sah so cool aus. Ich hatte so viel Hoffnung. Aber gut, okay. Dann packen wir aus. Das ist Collie. Die Sachen sahen wirklich cool aus. Und ich habe hier zwei Oberteile bestellt. Könnte auf jeden Fall zur Hose passen. Warte mal, das sieht süß aus. Immerhin haben die hier ihren eigenen Dings drin und so. Ne, wenigstens das. Aber ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt wieder irgendwas, was mit meinen Brüsten nicht funktioniert. Wir werden es ausprobieren. Ich werde es herausfinden. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Und dann haben wir noch eins. Oh, das ist auch wieder so ein Bändel-Ding. Ich war anscheinend sehr im Bändel-Modus, was ich bestellt habe. Übrigens überall immer M, falls ihr eine Referenz braucht. Ich bin 1,59, 58. Ich trage eigentlich immer M bei allem, deswegen. Außer vielleicht bei Bustier Bralette Tops. Das ist super dünnes Kackmaterial, muss ich leider gestehen. Das andere hat mir deutlich besser gefallen. Das hier ist eher so, weiß ich nicht. Aber vielleicht sieht es ja cool aus, wenn man es anzieht. Ich werde es herausfinden. Okay, Leute. It's not that bad. Ich wünschte, die Hose wäre so ein bisschen höher geschnitten noch. Das fände ich persönlich noch ein bisschen schöner. Aber sie passt. Sieht cute aus. Lieb sie. Die finde ich toll. Das hier ist halt einfach vom Stoff her sehr dünn. Allerdings muss ich sagen, dass es mir deutlich besser gefällt, als ich erstmal erwartet habe. Ich glaube, das hier kommt noch irgendwie um die Hände. So. Wie macht man das denn so? Bro, keine Ahnung. Ich würde es mal so behaupten. Sieht jetzt gar nicht so übel aus. Natürlich nicht mit dem BH, aber ich ziehe das jetzt nicht ohne BH an, sonst flashe ich euch noch aus Versehen. Das wollen wir nicht. Ich finde es mal ganz cute, auch mit dem, was hier so ein bisschen rumhängt. Hier hinten gibt es noch welche. Das ist echt ganz süß eigentlich, auch mit denen hier hinten. Und man kann das hier eben wieder zusammenbinden. War auch zum Anziehen unkomplizierter, als ich gedacht habe. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde es jetzt nur nicht mit der Hose anziehen, weil ich mich ein bisschen zu nackt fühle. Bei Outfit Nummer 2 fallen mir fast die Brüste raus, aber es funktioniert. Das finde ich tatsächlich sehr cute, muss ich wirklich sagen. Aber die Sachen sind einfach nicht gemacht für Brüste. Das ist so oft so. Mein Lebenstraum, kleinere Brüste. Alle, die kleinere Brüste haben, können sich wirklich glücklich schätzen. Ich bin so neidisch. An sich ist es aber ganz cute, finde ich. Ich muss nur das Gefühl, ich muss immer meine Hände hier hinhalten, weil ich fühle mich so nackt. Also wenn das hier ein bisschen größer wäre, wäre das toll. Ich würde sagen, wir machen weiter. Was ich doch vergessen hatte zu sagen, das fühlt sich richtig, richtig schön an. Also das Material gefällt mir richtig gut. Und der Kundenservice von denen war auch toll, weil meine Adresse, da war irgendwas nicht richtig. Und dann haben die mir nochmal geschrieben, hey, kannst du das nochmal überprüfen, dass alles stimmt und so. Die waren eigentlich echt ganz süß. Also an sich habe ich eigentlich einen positiven Eindruck von dieser Brand, außer dass ich das hier komplett kacke gebunden habe und das ein bisschen weiter hoch muss. Aber ich würde sagen, es ist Zeit für das nächste Paket und ich freue mich auf das letzte. Ich lasse das Beste zum Schluss, hoffentlich. Hier haben wir ein Paket von The Crypt. Kam mit DHL versendet. Hast du mein Make-up? Ich bin DHL mit meinem Make-up. Bei allem bis auf dem letzten kam übrigens auch Zoll drauf, aber das ist eigentlich normal. Wenn man aus dem Ausland bestellt, dann kann das immer passieren, dass man Zoll zahlen muss. Das muss man aber wissen. Und wir haben eine Tüte mit einem Namen drauf. So niedrig sind meine Erwartungen mittlerweile. The Crypt wurde mir so oft angezeigt. So oft. Ich habe das so häufig gesehen auf sämtlichen Plattformen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt laufen wird. Das Oberteil gefällt mir für Video eigentlich ganz gut. Ich finde, es sieht ganz cute aus. Na gut. Fühlt sich schon mal echt gut an. Okay, wir haben hier einen Ärmel. Das sieht gut aus. Okay, das sollte funktionieren. Das ist ein Oberteil mit einem Ärmel. Ich sehe es nur schon kommen, dass dieser Ärmel irgendwann verschwinden wird in der Wäsche. Wir haben eine Hose. Oh mein Gott, wenn die passt. Schaut euch das mal an. Das ist wie so eine Cargo-Hose. Ich finde es ja ganz toll, ne? Wenn die mir nicht passt, dann muss ich leider weinen. Ich würde sagen, ich probiere es direkt mal an. Okay, also. Das hier ist sehr durchsichtig. Hose passt perfekt. Sie passt. Perfekt, ich bin so happy. Sie ist sehr lang, aber ich würde sowieso so Platform-Sneaker oder so dazu anziehen. Mega. Die Qualität von dem Ding ist wirklich gut, außer dass es durchsichtig ist. Von dem, wie es sich anfühlt, ist es eigentlich gut, aber es ist halt leider durchsichtig. Es erinnert mich ein bisschen an Misguided irgendwie von der Qualität her. So in dem Bereich würde ich es einordnen. Man kann das auch übrigens drunter ziehen und dann zumachen. Aber die hatten das auf dem Bild so offen, deswegen wollte ich es ausprobieren. Aber ich glaube, es gefällt mir tatsächlich besser, wenn man sich das da wegdenkt, wenn das drin ist. Ich glaube, das sieht besser aus. An sich, die Hose gefällt mir mega. Ich finde die richtig cool. Also, das ist eigentlich ein Erfolg. Man muss nur halt einen BH drunter ziehen, der besser passt. Oder gar keinen, wenn man sich erlauben kann. Immerhin bin ich jetzt gut genug drauf. Ich würde sagen, wir machen mal das letzte Paket auf. Okay, Leute, ich habe hier ein riesiges Paket von Ivy Berlin. Ich dachte mir so, okay, das ist in Deutschland. Das müsste ja schnell gehen. Lieferzeiten waren so ein bisschen länger angegeben. Dachte mir so, okay, cool. Da ist gute deutsche Handarbeit. Anscheinend werden die Sachen auch handgenäht auf Bestellung und sowas. Also das wurde mir gesagt von der Firma selbst, weil ich nämlich dann irgendwann nachgefragt habe, so hey, nach so 3 Wochen, hallo, wo ist eigentlich mein Paket? Wird es noch losgeschickt? Ja, also auf jeden Fall dauert das länger. Wenn ihr da bestellen wollt, müsst ihr mit Wartezeit rechnen. Aber wenn es wirklich gute Qualität hat und handgemacht ist,
kann man sich das mal überlegen, oder? Ich würde sagen, wir packen aus. Ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich bin so gespannt. Ein Zettel. Handmade just for you in our Berlin-based studio. Aw, we apologize for the delayed delivery. Wie süß. Aw, ich habe noch eine Necklace geschenkt bekommen, weil es zu spät war. Hä, wie süß. Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal auspacken. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich kann nicht mehr. Ich krieg mich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Look at her. She's cute. Da ist eine Kette dran. I'm obsessed. Okay. Ich sehe da drin was. Sollen wir mal das Geschenk auspacken zusammen? Ich liebe auf diesen BH-Träger die ganze Zeit. Hm. Oh, wie geht das? Look at her. I'm so happy. Okay, okay. Moment. Der Store ist nicht günstig, aber wie gesagt, handgemacht aus Deutschland, okay? Ich habe hier ein Oberteil mit Löchern. Das ist doch schon mal ein guter Start. Deswegen sind da Haare drauf. Ich habe gerade gedacht, warum sind da so viele Fussel drauf? Es ist eine Jacke. Oh, ein Faden. Oh mein Gott, Leute. Mein Leben zieht gerade an mir vorbei. Ich muss die Sachen jetzt sofort anprobieren. Ich habe mir direkt mal die Kette umgeschnallt und Leute, ihr versteht nicht, wie ich mich gerade fühle. It's so cute! Ich muss sagen, die Hose ist vielleicht sogar ein bisschen groß. Es ist ja eh so ein bisschen oversized, aber man könnte sie vielleicht ein bisschen enger machen, aber das kann ich eigentlich selber machen, das ist kein Problem. Look at her. Look how cute. I can't. Ich liebe so komisches Zeug, okay? Ich find's einfach. Guckt mal, wie das zu dieser Hose passt. I look cute. Weißt du, das ist wahrscheinlich nicht der Stil von allen Menschen da draußen, aber ich persönlich bin ein Riesenfan. Leute. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, nee, da entschuldige ich mich nicht mal mehr. Ich müsste sie vielleicht ein bisschen kürzen, weil ich bin klein, aber das sollte ja kein Problem sein. Oder mit Plateauschuhen anziehen. Das ist meine Lösung für alles, Plateauschuhe. Ich finde es mega geil. Ich fühle es absolut komplett. Alles, was hier drin ist, fühle ich 100%ig. That's what she said. Ich muss mal schauen, ob ich die Hose ein bisschen enger bekomme. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, das wird kein Problem sein. Kriege ich hin. Entschuldigung, ich... Doppelte Daumen hoch. Das Warten hat sich für mich persönlich gelohnt. Ich finde es mega cool. Warum bin ich so cool? Stellt euch mal das coole Outfitbild damit vor. Wie cool ich sein könnte, Leute. Ich müsste mehr Outfitbilder posten. Anyway. Das war auf jeden Fall eine interessante Mischung aus Shops. Ich würde sagen, Ivy Berlin, wenn ihr ein bisschen Zeit habt zu warten, definitiv lohnt sich das. Ich fand es richtig, richtig nice. The Crypt hat mir tatsächlich auch ganz gut gefallen. Und Goy. G-O-Y. Die anderen beiden sind zwar cool, aber man merkt einfach, dass es nicht qualitativ auf dem Level ist, was es vielleicht sein könnte. In dem etwas alternativeren Bereich gibt es so wenig Stores, die wirklich cool sind. Deswegen gucke ich auch echt gerne mal in solchen Stores vorbei, die einfach ein bisschen anders aussehen. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ja geholfen, was zu finden, was wirklich auch passt zu euch. Ich werde jetzt erstmal eine Weile nicht mehr shoppen gehen. Ich habe jetzt genug Klamotten für die nächsten 20 Jahre. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die kleine Glocke aktiviert, um keine Uploads zu verpassen. Bald ist Spooktober. Ich sag's nur noch mal, bald ist Spooktober. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok, wenn ihr ein bisschen Sachen in Action sehen wollt. Bilder, Videos von Looks, die ich vielleicht gar nicht hier hochlade und so weiter. Dann schaut da auch gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.